Wir sind Gottes Volk. Das Volk des Allmächtigen. Das Volk des Allerhöchsten. Das Volk des Herrn der Herren. Das Volk des Königs der Könige. Wir gehören zu ihm. Zu niemandem sonst. Wir beugen unsere Knie nur vor ihm. Vor niemandem sonst. Wir erheben allein ihn und niemanden sonst. Unser Vertrauen liegt allein auf ihm und niemandem sonst. Unsere Hoffnung ist nur er allein und niemand sonst. Er ist unser Gott. Er ist unser Herr. Er ist unsere Quelle. Er ist unsere Versorgung. Er ist unsere Zukunft. Er ist unsere Liebe. Wir vertrauen nicht der Welt. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht Regierungen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht Systemen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht Menschen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht unserem Wissen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht unserem Können. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht unserer Erfahrung. Wir vertrauen unserem Gott. Er allein ist unsere Hilfe in der Not. Er ist es, der uns einen Tisch deckt angesichts unserer Feinde. Mitten in der Wüste. Er ist es, dessen Liebe uns hindurchträgt. Er ist es, der uns kämpfen lehrt. Er ist es, der uns in den Sieg führt. Und wenn wir auch wandeln im Tal des Todesschattens, wir fürchten kein Unglück. Wir fürchten kein Unglück. Wir fürchten kein Unglück. Wir sind Gottes Volk, gehören dem Einzigen, der uns erkauft hat, der uns liebt, der uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hat, herausgerufen aus dem System dieser Welt, hineingerufen in sein Licht, seine Herrlichkeit, seine Kraft, seine Liebe, seine Freude, seinen Frieden, seinen Überfluss, seinen Segen, weil er uns liebt, weil er uns zur Seite steht, weil er seine Engel aufgeboten hat, mit uns zu gehen, durch alle Herausforderungen, alle Kämpfe, alle Schwierigkeiten, alle Probleme. Egal was kommt, egal was geschieht, egal was uns gegenübertritt, egal was uns attackiert, egal was uns in die Knie zwingen will, egal was uns von ihm wegziehen will, egal was unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, egal was uns einschüchtern will, egal was uns beeinflussen will, egal was uns Angst machen will. Wir sind Gottes Volk. Wenn er für uns ist, was kann gegen uns sein? Was will bestehen vor ihm? Fürstentümer? Gewalten? Mächte? Gesellschaftliche Systeme? Gesellschaftliche Ausrichtungen? Gesellschaftliche Befürchtungen, gesellschaftliche Correctness, was will gegen uns sein? Was will unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Was will unsere Anbetung haben? Was will, dass wir die Knie davor beugen? Angst? Sorge? Finanzielle Probleme? Krankheit? Schwäche? Mobbing? Einsamkeit? Isolation, Distanz, Zwang, Beschränkung, Gebrechen, Schmerzen, Arbeitslosigkeit,
Trauer? Was will gegen uns sein? Welcher Goliath erhebt sich gegen uns? Er wird fallen und wir werden stehen. Er wird vergehen und wir werden bleiben. Wir sind Gottes Volk. Wir sind Sieger. Wir sind Kämpfer. Wir sind Überwinder in ihm. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige, der helle Morgenstern, Alpha und Omega, einzigartig, unwiderstehlich, herrlich und mächtig, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Vor ihm beugt sich jedes Knie, vor ihm bekennt jede Zunge, er ist der Herr. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Er allein ist der Herr. Er allein ist würdig. Unser König, unser Herr. Wir sind Gottes Volk. Wir beugen unsere Knie vor ihm und niemandem sonst. Niemandem sonst. Niemandem sonst. In Ewigkeit.